So, Leute, wenn man sieht, heute geht es um den Birkenporling. Wir haben jetzt April und der schaut noch gut aus, ne? Ich höre das so oft, kann man den noch nehmen, der schaut gut aus. Überraschung, der Birkenporling ist einjährig. Der wächst im Herbst. Wenn es gut läuft, fängt er im September schon an oder im August. Und wächst dann bis in den Winter, bis zum Frost. Und dann stagniert es. Der da zum Beispiel ist nicht vom letzten Jahr, sondern vom vorletzten Jahr. Wenn sie nicht gepflückt werden oder aufgefressen werden, dann bleiben die dran. Und schau, nach zwei Jahren so aus. Nicht so appetitlich, gell? Und der vom letzten Jahr schaut auch so aus. Ja, jetzt werden viele sagen, oh, der schaut doch gut aus. Der schaut ja aus wie frisch. Überlegt mal, der ist über den Winter eingefroren, auftaut, eingefroren, auftaut, eingefroren, auftaut. Und die sollten unten rein weiß sein. Und nicht so ausschauen. Hm? Appetitlich, ha? Und dann gibt es tatsächlich Leute, die pflücken den. Ach, die schneiden wir weg, der ist ja innen nur rein weiß. Ich weiß auch nicht, ich esse kein Brot, das war geschimmelt ist und schneide das Essen um mich weg. Egal, wie schön der Essen ausschaut. Erntezeit ist Herbst. Man kann natürlich auch mal nach dem ersten Frost losgehen. So schnell ging es nicht kaputt. Aber wenn die der Witterung ausgesetzt sind im Winter, na? Der ist vom letzten Jahr, der ist zwei Jahre alt. Jetzt ist einfach so. Ihr nehmt sie ja halbhölzig, damit es gesund wird. Oder eine Verbesserung eintritt. Und nicht um euch zu vergiften. Na? Schaut nicht so lecker aus. Also, wer unbedingt jetzt Birkenporling braucht, soll mal im Internet schauen. Gibt immer wieder Leute, die bieten sowas an. Aber bitte, letzte vom letzten Jahr stehen. Auch wenn es innen rein weiß sind. Man nimmt sowas nicht mehr. In diesem Sinne, bleibt's gesund!